In der Landtechnik schien die Entwicklung in den letzten Jahren ausschließlich in Richtung mehr Technik für mehr Geld zu gehen. Dies sorgte hier und da für immer wieder aufkeimende Diskussionen um den Sinn von Hightech und die Frage, wie viel des technischen Potenzials der Fahrer eigentlich noch ausnutzen kann. Für alle, die es einfacher mögen oder einen Schlepper mit geringer Ausstattung suchen, hat John Deere seit 2012 die Baureihe 6M im Programm. Merkmale sind zum Beispiel die alte Kabine der Serie 6030, das fehlende Leistungsmanagement, IPM, rein mechanische Steuergeräte und vieles mehr. Sicher setzt John Deere damit seinen Fokus eher auf süd- und mitteleuropäische Märkte, er hofft sich aber auch in Deutschland eine ordentliche Käuferschicht. Der 6170M ist mit dem bekannten 6,8 Liter Common Rail von Deere Power Systems ausgestattet. Bekannt, da dieses Aggregat auch in der Baureihe 6R sowie in der Serie 7R bis zum Modell 7230R zum Einsatz kommt. Im 6170M gibt es jedoch nur 5 PS Überleistung, kein IPM und somit auch keinen Boost. In Sachen Verbrauch kommt der 6170M damit nicht an die Werte eines 6R heran. Auf dem Zapfwellenprüfstand der DLG brachte der große 6M jedoch sehr solide Verbrauchswerte. Bei Nenndrehzahl kommen 108 Kilowatt respektive 147 PS am Stummel an und genehmigen sich dabei 255 Gramm pro Kilowattstunde bzw. 32,8 Liter pro Stunde. Das ist wenig. Die maximale Leistung fördert der Sechszylinder bei 1700 Touren zutage. Auch das maximale Drehmoment von 713 Newtonmetern und gemessene 45% Drehmomentanstieg sind üppig. Das dazu niedrige Drehzahlniveau von 1300 Umdrehungen pro Minute ungewohnt. Jedoch bildet der Motor von 1000 bis 1700 Touren ein Drehmomentplateau aus, das um lediglich 60 Newtonmeter schwankt. Leistungsreserven für schwere Zugarbeiten sind also massig vorhanden. Und bis zur Nenndrehzahl steigt der Verbrauch akzeptabel an. Im DLG Power Mix verbrauchte der 6170M im Schnitt 299 Gramm pro Kilowattstunde, die Regeneration des Dieselpartikelfilters einberechnet 300 Gramm pro Kilowattstunde. Damit liegt er bereinigt um den nicht anfallenden AdBlue-Verbrauch 8% über dem Mittel seiner Leistungsklasse. Dies klingt erstmal nicht gut. Vergleicht man aber die Einzelwerte mit denen des Wettbewerbs, so zeigt sich, dass der 6170M im Bereich schwerer Zugarbeiten sehr sparsam läuft und nur bei leichten bis mittelschweren Zapfwellenarbeiten sowie gemischten Arbeiten mehr verbraucht. Dies liegt zum einen am relativ hohen Gewicht, zum anderen aber auch am fehlenden IPM, das bei Zapfwellenarbeiten zusätzlich Leistung bereitstellt. Dazu kommt das abfallende Drehmoment im Bereich der zapfwellenrelevanten Motordrehzahlen, das den spezifischen Verbrauch ungünstig beeinflusst. Für das Einsatzspektrum des 6170M bedeutet dies weg vom Grünland, ran an Grubber und Pflug. Wer aber trotzdem vor Mähwerk oder Schwader arbeiten möchte, sollte unbedingt von der Eco-Power-Regelung Gebrauch machen, die sich per Drehpotti rechts vom Fahrersitz aus einfach bedienen lässt. Kommen wir zum Getriebe. Unsere Testmaschine war mit dem AutoQuad Plus EcoShift ausgestattet. Der Aufpreis gegenüber dem serienmäßigen Power Quad Plus beträgt 2331 Euro. Dafür bekommt der Kunde zusätzlich zur Ganganpassung beim Gruppenwechsel
eine lastabhängige Schaltautomatik für die vier Lastschaltstufen sowie eine reduzierte Transportdrehzahl von 1504 Umdrehungen pro Minute bei 40 Stundenkilometern. Schlecht, das Schalten der Gruppen und vor allem der Druckpunkt kosten zu viel Kraft. Positiv hingegen fällt der Kupplungsknopf am Schalthebel auf, mit dem der linke Fuß entlastet wird. Und die Schaltautomatik kann vom Fahrer einfach auf 3 oder 2 Gänge beschränkt werden. Das ist vor allem für Zapfwellenarbeiten oder Arbeiten am Hang sinnvoll. Nicht viel zu sagen gibt es zur Zapfwellenausstattung. Serie sind 1000, 540, 540E und mehr gibt es auch gegen Aufpreis nicht. Für die meisten Einsatzzwecke sollte das ausreichen. Dass einige Interessenten die 1000E missen werden, steht aber außer Frage. Diese bieten jedoch nur die 6R-Traktoren. Punkte macht der 6170M bei der Hydraulikleistung gut. 114 Liter pro Minute bei 200 Bar schafft die Load-Sensing-Einheit, die maximal 6 doppelt wirkende Steuergeräte bedienen kann. Bedient werden die Steuereinheiten mit maximal 3 Hebeln in der Seitenkonsole und einem Kreuzschalthebel. Alles rein mechanisch, auch die Mengenregelung erfolgt über Drehpotties an den Steuerblöcken. Eine Zeitsteuerung gibt es dementsprechend nicht. Permanenter Durchfluss kann aber auf den Konsolenhebeln eingestellt werden und bei anstehendem Gegendruck deaktiviert sich das jeweilige Steuergerät selbst. Von okay bis sehr gut reichen die Werte am Heckkraftheber. Serienmäßig stemmt der 6170M 4300 Kilogramm durchgehend und maximal 7000 Kilogramm. Für schwere Anbaudrehpflüge, Säkombinationen oder Anbaugrupper mit schwerer Packerwalze ist hier das Limit erreicht. Gegen 181 Euro Aufpreis sind daher durchgehend 5400 Kilogramm, maximal 8900 Kilogramm drin. Lob und Kritik gibt es für die Kabine. Diese wurde fast 1:1 von der Serie 6030 übernommen und ist wirklich sehr leise. Platz und auch Licht gibt es trotz der B-Holme genug. Die gut ablesbare Lenkradarmatur beinhaltet die wichtigsten Funktionen und einen kleinen, einfach zu bedienenden Bordcomputer. Mehr Terminal gibt es nur in Verbindung mit einem GreenStar-Monitor, was für den Betrieb mit Gerätekombinationen sinnvoll ist, da der 6170M dann auch ISOBUS spricht. Wer automatisch lenken lassen will, bekommt dafür aber nur das Autotrack Universal. Die rechte Seitenkonsole wirkt zwar etwas rustikal, stammt sie doch weitestgehend noch von den Serien 6000 und 7000 ab Baujahr 1994 ab, aber sie erfüllt ihren Zweck gut und ist auch für Aushilfskräfte verständlich. Den ausführlichen Testbericht lesen Sie in Traction-Ausgabe November-Dezember 2013.